Was geht, Leute? Damit doch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Monster Hunter Rise Video. Und ja, heute machen wir das Rad neu erfinden. Das ist in der Sandebene. Und ja, wie gesagt, ich habe mich für das Langschwert entschieden. Ich bin gespannt, was das Monster da so kann. Also, das Rad neu erfinden, das wird sich wahrscheinlich drehen wie ein Rad. Aber ich bin gespannt. Das Monster heißt Volvidon. Okay, let's go. Wir nehmen uns da mal was raus. Okay, da ist Deo. Okay, das werden wir brauchen, glaube ich. Nehmen wir uns gleich mal mit. Let's go. Ration. Also, wo ist das Monster? Es ist bei Nummer 12. Okay. Nehmen wir schnell unsere Ration. Nehmen wir einen Wuffi. Und dann geht's schon los. So, ich bin gespannt, wie stark der ist. Ob wir es schaffen, den Solo da zu besiegen. So, Tränke habe ich alles mit. Und Deo. Das ist nice, okay. Ich glaube, wir gehen mal dorthin. Boah, ist einfach totes Nashorn gelegen. Okay, wir haben da sogar noch ein Fragezeichen. Gar nicht noch gesehen. Normalerweise bei den Sammelquests und so tut man eh alle Monster da sichten. Aber das wurde noch nicht gesichtet. Achso. Das wurde noch nicht gesichtet. Lol. Eigentlich schon. Jetzt können wir uns da sneaken. Oh, Pukai-Panzer. Okay, let's go, nice. Okay, das ist ein Pukai. Okay, den haben wir überhaupt noch nicht gegen den gekämpft. So, Nummer 12. Let's go. Gehen wir über Nummer 9, würde ich sagen. Okay, wie gesagt, Sandebene war ich überhaupt nicht oft noch. Boah, sieht auch irgendwie nice aus, da wo die Delfine über den Sand schwimmen. Delfine. Ah! Let's go, rein da! Oh, wir haben guten Flammenschaden. Wir haben auch ein sehr starkes Langschwert. Muss halt zuerst alle Monster besiegen, um es noch zu verbessern, aber allein es ist noch gar nicht oft verbessert worden. Es ist schon von Haus aus ziemlich stark und gar nicht so billig gewesen. Deswegen ist da auch viel Potenzial noch drin. Nehmen gleich die Megatränke, richten uns her. Okay, da hat Safe ein Panzer und das ist ein richtiges Rädchen. Das ist so ein Nasenbär, was Giftsäure spucken kann. Oh, das da war bad. Oh, wenigstens können wir uns ein Ding nehmen. Oh, wichtig, weil sonst können wir unsere Tränke nicht nehmen, lol. Boah, seine Zungenattacke, auch strong. Zum Nerven, glaube ich, ja, besser gesagt. So, er macht wieder seine Dings-Attacke. Aber wir haben Dio genommen, wir sind gleich immun noch. Kann das sein, dass man durch Dio nochmal immun ist? Wenn man nochmal, nice, perfekt, gar nicht gewusst. Perfekt, ich dachte schon, 8 Stück würden nicht reichen, wenn der dauernd die ganze Zeit diese Attacke macht. Oder habe ich einfach das Dio dahingestellt? Nein, das kann nicht sein. So, unser Flammenschaden geht voraus. Boah, let's go. Der Zug genervt ein bisschen. Perfekt. Kleine Zug haben wir weg. Okay, oh, die ist strong nach hinten fallen lassen von ihm. Kämpfen die? Das wäre nice. Ja, was ist das? Das ist kein großer Zug und kein kleiner Zug, das ist ein mittlerer Zug. Lel. Boah, er hat auch die Bombe vom Azuros. Dem Bären oder dem Frosch. Der haut ab. Ja, okay, ich muss doch zurück. Mein Wuffi kommt nicht. Nicht, wenn ich wegschaue und weg will. Okay. Revierkampf. Let's go. Schliff. Ah, Wettstein immer. So, er hat sogar richtig viel grünen Schliff. Wir haben nicht mal einen Wettstein noch braucht. Da im Kampf. Und das ist kein Revierkampf. Lol. Doch jetzt. Let's go, come on. Ja. Okay, wir können den einmal reiten. Der hat einfach gar nichts gecheckt. Let's go, come on. Du bist eh so, der ist so strong eigentlich, glaube ich. Ich habe ihn eh schon mal gesichtet. Der tut so Gift. Kann er sprühen. So ähnlich. Von hinten auch raus. Das ist extremst strong. Ja.
Wir können eh genug reiten. Auch gar nichts verbraucht. Let's go. Schaden machen. Ah. Ey, der ist aber schwer zu reiten, glaube ich. Ja. Boah. Aber der gibt doch alles, lol. Come on. Als ob das nicht oben war irgendwie. Das ist so ein schöner Schaden erscheint. Boah. Ey, aber seine Zunge. Ey, gegen den möchte ich gleich nicht kämpfen, so gern gegen. Boah, das. Oder schon. Irgendwie möchte ich schon gegen ihn kämpfen. Aber irgendwie auch nicht, ey, mit den Attacken. Die werden sicher strong sein. Wir crashen mal in ihn rein, let's go. Kein Bock da 5 Minuten zu reiten, da rumzutanzen. Ganz ehrlich. Du zeigst, wie es ist. Ja. Da schleudern wir nochmal. Ich brauche aber die Sachen, die werden nice. Wolvidon und Dings. Pukai. Pukai. Oh. Na ja, okay. Fing ich mal, wer abhaut. Boah, Puke. Nee, die Zunge ist strong, sicher. Let's go. Okay, haut ab. Nice, wir können kämpfen. Ich weiß immer noch nicht, was. Boah, oh, ist das vielleicht ein Schild? Das ist vielleicht ein Schild, so ein bisschen das Spinnnetz. Das ist nice. Für solche Attacken. Oder ist, man kriegt weniger Schaden. Ja, es ist. Was willst du machen? Der putzt gleich 500 Mal hintereinander. Also alles zu dodgen. Oh mein Gott! Perfekt, let's go. Oh, er macht trotzdem seine Attacken. Wir hätten Megatrank nehmen sollen. Perfekt, Schild schützt uns. Nein, ach wie lost, ich mach noch die Rolle. Weil ich denke, er rollt zu mir. Okay, er ist wütend. Alter! Alter Schwede! Ich habe noch sehr. Okay, nur noch. Wir haben nur zwei verbraucht bis jetzt. Let's go, mega dran. Reingesnickt. Okay, er bewegt sich nicht perfekt. Warum gehe ich nicht auf den Panzer? Warum gehe ich auf den Panzer, meine ich? Warum nicht auf die. Vorderfresse. Keine Ahnung, das ist eine komische Mischung aus Azuros, Nasenbär, irgendeinem Bär, Panzerficht, richtig komisch, aber auch fresh, sieht schon fresh aus. Ey, ich wollte das Ding einsammeln, drück einfach Y, dankeschön. Let's go. Ja, genau die Attacke macht doch Azuros, lol. Er macht einfach dieselbe. Boah, ein Revierkampf zwischen denen wäre nice. So ein, nicht nur Revierkampf, sondern einen echten Fight um alles. Azuros und den Nasenbär. Ich bin gespannt, wie stark ist von denen. Obwohl man muss sagen, der ist erst jetzt kommen. Das raten wir auf ihn. Der wird sicher stärker sein, auch mit dem Panzer, mit den Rollen. Ja, mein Schliff ist einfach mal weg. Strong. Ja, perfekt, aber er haut jetzt ab. Das ist nice, mein Schliff. Das ist gut so. Wir kriegen zwei Materialien. Wofür bist du da? Wow. Auf einmal ist er da. Sonst ist er nie da. Gleich hinter mir. Let's go. Was? Wo? Wie schnell? Ich habe nur meinen Wofür Kohl und Wettstein genommen. Rauf, ja. Boah, da ist er. Let's go. Schön Brandschaden rein. Boah. Ich bin gespannt, was ich da noch verbessern kann bei dem Schwert. Das wäre so nice. Zuerst müssen halt alle Monster mal weg. Schild, come on. Ah, das ist halt ein richtiges Schutzschild, das ist nice. Ich weiß nicht, gegen solche Attacken gleich nicht so strong. Boah, aber gegen so etwas ist gleich strong. Oh, schau ich das mal an.
alle. Oh, was sind das? Das sind solche Krokodilfische. Krokodilhaifisch. Oh mein Gott. Na, so können wir schnell nichts auf. Oh, Megatrank ist so strong, aber wenn. Wahrscheinlich läuft er jetzt zu mir. Also man darf nicht die Rolle machen, weil es fühlt sich erst langsam so. Let's go. Ich glaube, es ist gegen solche Dings-Attacken ein Schild. Egal, ich werde schon irgendwie genau herausfinden. Boah, die Bombe. So. Let's go. Oh, das war strong von uns. Bis auf das, dass der jetzt auf einmal das hier gemacht hat. Das kam ziemlich unerwartet. Let's go. Oh, schön. Schade, dass das nicht viel mehr Schaden war. Es hätte mehr Schaden verdient gehabt. Let's go. Ja, nice. Können wir ihm nochmal die Dings brechen, die Knochen. Das war schon nice. Wir können wieder was aufsammeln. Und dann wüssten wir, dass er wirklich kassiert hat. Ja, sobald ein Schiff weg ist, wird er abhauen spätestens. Da zeige ich mal, wie es ist. Da fatzt er uns sonst weg. So. Okay, come on. Das war so. Ja. Der rollt halt zu viel auf einmal. Der bewegt sich zu viel. Er ist auf 300. So, come on. Ich weiß nicht, ob Hammer bessere Wahl gewesen wäre bei ihm. Ich glaube nicht. Hammer wäre noch schlechter, wenn er sich so viel bewegt. Aber ich kann halt auch nicht viel Schaden drücken auf einmal. Mit Hammer hätte ich eine Attacke reinmachen können und ich hätte schön getroffen. Da kann ich immer nur ein, zwei Attacken reinmachen. Den Hammer sind ein, zwei Attacken stärker, so. Wenn er sich gerade so viel bewegt, dann muss ich es irgendwie schlau spielen, oder? Das ist aber schwer. Wenn ich dann mein Schild mache, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht welche Taste, es kommt einfach, weil ich was Falsches drücke. Egal. Da drücke ich jetzt alle Tasten, es kommt nicht das Schild. Okay, haut ab. Schliff, genau beim Schliff, perfekt. Wuffy, come on. Kleine Monster müssen wir auch jagen, also von dem her. Wir brauchen die Rüstkugeln, damit wir alles schön verbessern können. Okay, wo ist der Wolvidon jetzt hin? Da vorne gleich. Es hat noch nicht einmal gelegen. Ich weiß nicht, ob er liegen tut oder nicht. Kann man darauf? Oh, es wäre nice, wenn man da auf die Stehe rauf könnte und dann von oben runter schießen. Mit feinem Bogen so zu zweit oder zu dritt spielen. Alter, der bewegt sich zu viel, das zu schwer da an den Chat ranzukommen. Okay, da muss ich so die Komp schon reinhauen. Ja, das ist eine schöne Komp. Zuerst R2 und dann X. Boah, heftig. Ja, nein, kommt die Attacke von ihm oder nicht? Kommt nicht. Können wir reingehen? Wir haben gleich eh noch genug so Deo mit. So viel Schaden. Let's go, come on. Macht das? Nein, er macht es nicht perfekt. Können wir reingehen? Boah, wie nach hinten fällt. Wie weit aber auch noch. Da haut das ein Gift rein. Come on. Let's go. Können wir jetzt schon gut Schaden machen? Let's go, nice. Der Brandschaden ist real. Aber der andere Schaden ist unreal. Glaube ich. Also im Gegensatz, ich bin halt den Hammer gewohnt. Der macht halt viel mehr Schaden. Nice. Oh, das war perfekt.
Oi, aber was? Was? Lol. Wir müssen kleine Monster auch töten. Da. Lauf nicht weg. Let's go. Nice. Ein kleines Monster müssen wir noch töten. Für die Rüstkugeln, damit wir unsere Rüstung auch natürlich verbessern können. Oh mein Gott. Ja. Er macht alle Attacken in einem durch. Alle Attacken einfach in einem. Rollen, Gift spucken, die Attacke jetzt. Den Händen. Er packt alles aus. Da kommen wir nicht an ihn ran. Da kommen wir wirklich nicht an ihn gescheit ran. Das ist schwer. Nein. Jetzt macht noch die Schere. Jetzt rollt er wieder. Er ist so schnell, dass wir da schnell viel Schaden machen können. Ein Hit nur. Boah, und jetzt müssen wir wieder Dio nehmen. 4 Dio haben wir noch 4 Dio. Ich hoffe, er haut ab, dann, weil ich habe keinen Bock, einen Wettstein zu nehmen. Dann muss ich irgendwie am Wuffi dann raus. Hey. Let's go. What? Wie viele Attacken? Ich kann nicht mehr reingehen. Ich muss Tränke nehmen. Kein Bock, dass er mich besiegt. Let's go. Nice, wir machen Schaden. Ich weiß nicht, das Langschwert ist auch. Irgendeine Waffe muss gut gegen ihn sein. Ich glaube Doppelkling oder sowas. Schwert und Schild, keine Ahnung. Langschwert ist es auf jeden Fall nicht. Hammer, Langschwert und so solche Waffen, die so lang brauchen eigentlich zum Attackieren und ja Schaden machen. Das geht gäbe ihm nicht. Ich weiß nicht. Am besten ist glaube ich einfach. Naja, Ferne rollt dann down zu dir hin. Schwieriger Gegner, also der ist nicht zu unterschätzen. Also Azurus wird gegen ihn vielleicht alt auch schon. I don't know, weiß man nicht. Na gut, Azurus kann auch mit dem. Der hat dieselbe Körpergröße, so circa ein Gewicht wahrscheinlich. Der könnte auch, wenn sie ganz normal so kämpfen. Also den Kampf würde ich so gern sehen, Azurus und den. Aber auf jeden Fall ist der Azurus leichter wie der. So, Wettstein, können wir Wettstein nehmen? Nice. Wuffi, wo bist du? Wuffi, Wuffi. Let's go, wir nehmen Wettstein. Gehen rein da. Zu kurz. Aber wir müssen die kleinen Viecher killen, deswegen war es gar nicht so schlecht. Ist nur da. Okay. Schild. Werde ich noch lernen. Aber ansonsten. Schwertkämpfe sind auf jeden Fall nicht schlecht. So. Let's go. Die Comps sind nice. Die Comps sind wirklich nice. Ja, aber das ist wirklich ein schwerer Gegner, wo man das irgendwie ausprobieren kann oder so gut kämpfen. Das ist. Perfekt. Also da. Es ist halt wirklich ein Schild. Lol. Es ist wirklich ein Schild. Perfekt. Nice, also das wird ja immer stronger. Also ich werde immer besser mit dem Schwert. Was? Ich habe kein Ding mehr, lul. Ach man. Oh, man kann auf den Baum schön rauf. Er ist einfach wieder da. Er predicted besser wie kann was. Let's go, aber das wird's auch. Kleine Monster legen. Wir haben die Nebenquest. Wichtig. Ist cool, perfekt. Come on, greif an. Ah, jetzt greift er nicht an. Wir müssen halt Tränke nehmen. Er macht gar nicht so wenig Schaden. Ich habe eine richtig gute Rüstung. Alles auf 22. Von der einen Kröte, die Rüstung. Und er macht richtig viel Schaden. Aber er liegt halt auch schon richtig oft. Komm, Flammenschaden.
Oh, schöne kommst da rein mit dem Flammenschaden, ey. Jetzt haut er ab. Oh, nicht? Hä? Er liegt und liegt und liegt. Let's go, come on. Mein Schwert. Oh, wir machen schöne Headshots. Oh, nice. Let's go. Er haut halt nicht ab, das ist das Ding. Come on. Er haut nicht ab. Wir haben keinen Bock, Wettstein jetzt zu nehmen. Dieses nehmen. Alter Schwede. Will man einfach zur Pflanze hin. Und paralysiert auch noch. WTF. Alter, hör auf so viel zu springen. Ganz ehrlich. Du musst nur Zeit verzögern. Kriegen durch dich so oder so. Er gibt halt gerade alles. Ich möchte nicht wissen, was wirklich komplett alles bei ihm ist, weil vorher war es gefühlt schon alles, aber er kann das alles ist, will ich nicht wissen, was der Schluss ist. Wie sehr er sich da bewegt, das würde. Man kommt nicht an ihn ran, also das Nahkämpfer ist auf jeden Fall schwierig. Ja, Michael, der hat's wichtig. Nice, so muss man an ihn rankommen. Come on, let's go. Ja, jetzt haut ab. Bisschen zu spät. Wofür? Revierkampf wäre nice. Wow, was ist denn da los? Ja, Puka. Jetzt ist mir. Was? Er haut einfach beide um, ich hätte beide reiten können. Was? WTF? Hä? LOL. Ich reite einfach drei Monster auf einmal. Man kennt's. Noch nie gehabt. LOL. Noch nie alle drei geritten, alle drei Monster geritten. WTF? Oh mein Gott, wie strong er ist. Zum Reiten ist er echt strong. Boah, WTF. Alter, was muss da. Wir alle liegen einfach. Ey, was ist das für ein Revierkampf gewesen? Noch nie gehabt. Jetzt haut er ab. Null. Was für ein verrückter Revierkampf. Alle drei geritten. Alle drei Monster geritten. Let's go. Puka, Dodo und den Volvidon. Dodo, ich glaube, der heißt. Wie heißt er? Ich nenne ihn einfach Dodo. Er schaut aus wie ein Dodo. So ist es auch ein Dodo. Ein Dodo. Come on. Ach, das zieht sich so lang. So, die Wüste zieht sich wirklich lang. Unsere Beute ist schwach, ja, schwach. Jetzt kommt das erst, also es wird, wenn er jetzt alles raus hat, was er hat, so. Ja, wir haben noch Deus, also die 8 reichen gut aus. Boah. Wir haben nicht mal einmal einen Hit machen können. Was? Wir haben so viele Tränke schon verbraucht. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ich kann nicht mal was machen. Das ist komisch. Jetzt habe ich nur noch Tränke, solche. Müssen wir irgendwie so rein. Und dann schön zur Seite. Ja, aber er macht die Rückwärtsrolle einfach so, so fresh raus und predicted so extrem strong. Oh, let's go. Er trifft uns in der Luft. Aua.
Was? Boah. Ja, let's go. Ich dachte schon, ich werde da reingezogen. Da wird eh reingezogen. Come on. Ja, schöner Brandschaden. Schild war gerade unnötig. Ja. Bisschen zu früh. Nee, ich dodge noch in ihn rein, aber er macht es ja auch 6-7 Mal oder so. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Komm, grüner Schliff ist gleich weg. Boah, perfekt, der wollte schon mich reinwaschen. Wo ist mein Hof? Ja. Nice. Es kann sein, dass er gut what Leben hat. Deswegen nehmen wir noch einen Wettstein, aber ich glaube nicht. Der kann nicht mehr viel Leben haben. Da humpelt auch Strong. Wohin haut er sich jetzt hin? Das würde mich interessieren. Safe sein Ameisennest. Nein, was? Was ist da? Warum hat das jetzt dahin gerade vor der Höhle? Nein! Oh, ich dachte schon, er macht wieder sein Ding. Schild? Nein, er rollt zurück. Let's go. Ach, er ist zu strong. Der Volvidon ist zu strong. Nicht zu strong für mich, aber zu strong für die, für den Preis, was der da hat. Also ich habe ihn auf jeden Fall etwas unterschätzt. Boah, da drüben ist der Trucker. So. Let's go, sammeln wir ein, Michelitas. Ja. Also von dem her, was er für Attacken rausballt, ist wirklich heftig. So, let's go. Also definitiv würde er auch mehr Preisgeld kriegen bei dem. Also, so wie bei den anderen stärkeren Monster. Hätte ich es auch verstanden. Sag ich wie es ist. Boah, meine Augen drehen ein wenig am Blinzeln. Oh. Boah, jetzt muss er ordentlich kassiert haben. Jetzt hat er ordentlich kassiert. Ah, wir machen Schild. Warum nicht? Let's go, come on. Du musst jetzt kassieren. Den Schaden, den ich jetzt mache, muss ich nachher nicht mehr machen. Ah, come on. Aber er hat krasse Attacken-Moves drauf, also er ist schon nervig, sag ich wie es ist. So, let's go. Oh, wir machen gerade so schön gut Schaden. Also, wenn der nicht jetzt One-Shot ist gleich, dann weiß ich auch nicht. Ach, wir treffen nicht. Mann. Ich muss dem Boss helfen. Miau, wahrscheinlich bin ich der Boss. Come on. Ach, das Schliff ist sogar weg. Alter, er bewegt sich so viel. Er zappelt zu viel. Er bewegt sich zu viel. Man kann da kaum treffen. Egal wie man das macht. Das ist ein Wahnsinn. Ah, da ist ein Termitenhügel oder Ameisenhaufen. Boah. Vielleicht ein bisschen Glück muss eine Rolle spielen. So wie jetzt. Alter. Ach. Come on. Come on, wir trinken jetzt. Das schöne Dio leer. Alter, ich habe eben auch viele Tränke verbraucht. Wo ich eine gute Rüstung habe. Also macht auch richtig viel Good Damage. Ich glaube, ich weiß, wer gewinnt. Also Azurus wird so keine. Es ist halt. Azurus wird keine Chance haben. Vom Damage allein her. Er ist viel wendiger so mäßig. Mit den Rollen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist
Heftig. Come on. Boah. Come on jetzt. Boah, wo wie dann? Wie strong. WTF? Hilf mir. Oh mein Gott, nein. Hilf mir, Alter. Auf einmal musst du dann noch fünfmal ausholen. Drei Tränke nur noch. WTF? Ich dachte, ich habe ihn low gemacht. Was ist? Wo ist das hin? Hat er einen fetten Heal genommen oder was? Eh, und noch ein Energy Drink. Alter, ist das. What the hell? Ist der nervig? Das ist zu nervig. Also das fuckt ja schon halb ab, wenn man es so nerven tut. Und er war One-Shot. Egal, wir haben ihn besiegt. Ich mag nicht nochmal gegen den kämpfen, auf gar keinen Fall mag ich nochmal gegen den kämpfen. Das bockt irgendwie gar nicht, gegen den Wulvidon. Wir haben ihn besiegt, wichtig für die Quest. Dass wir alle Monster legen. War ziemlich nervig. So, wir sammeln seine Sachen ein. Let's go, kleine Monster müssen wir auch jagen für die Quest. Haben wir das schon erreicht? Ich brauche halt die Rüstkugeln. Ich werde mir meine Rüstung nicht mehr höher machen, 22 reicht. Für die Kröte. Ich werde mir dann, wenn eine stärkere Rüstung nehmen und dann die dafür dann richtig hoch machen können. So, schauen wir mal. Kleine Zuckis. Boah, die Waffe ist eigentlich richtig strong. Okay, wir haben schon. Let's go. Also, wie macht man Schild so? Ja, so macht man Schild. Und wenn dann reinläuft, ist er gegen eine Wand. Wie oft kann man das machen? Ah, ich glaube, das geht nur mit den unteren, oder? Wenn man da von unten eine Ding verbraucht, wo man sich in die Höhe schlagen kann. Okay, ich bin gespannt, was wir kriegen. Rüstkugeln werden ziemlich nice. Let's go. Was kriegen wir? Ich spoil das halt. Rüstkugeln, zwei Stück. Nochmal zwei Stück. Noch einmal. Let's go, ey. Wie krank ist das denn? Schöne Rüstkugeln, perfekt. Ey, was hat das für ein Umfass? Haben wir Drumkriegpanzer? Boah, ein Zacken. Alles verkaufen wäre. Boah, 6K-Münzen. Also würde ich sagen, wir haben den Wulvidon besiegt. Nerviger Gegner. Aber wir haben es geschafft, das Rad neu erfinden. Ich würde sagen, das war's es mit dem Video jetzt. Und ja, lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao. Ciao.